Hallo Leute und willkommen hier auf meinem Channel. Ich habe ja schon lange kein Video mehr rausgebracht. Heute ist es mal wieder soweit. Ich habe mir hier eine Actioncam gekauft. Die werden wir uns heute mal anschauen und fangen auch gleich mal damit an. Ich habe hier mal bei eBay etwas gestöbert, wollte mal schon lange eine Actioncam haben und bin dann auf die Qmox SJ4000 gestoßen. Ich habe dann gleich mal geschaut und den Test hat sich so mittelmäßig abgeschnitten. Preis-Leistung allerdings war sehr gut. Ich habe hier ungefähr 60 Euro bezahlt. Dabei war hier die Kamera, ein wasserdichtes Gehäuse, hier eine Fahrradhalterung, noch ein paar andere Clips, das ist hier zum Beispiel ein Hosentaschenclip, natürlich Ladekabelstecker, Klebepads, wenn man es hier ins Auto oder ins Motorrad machen will, ein paar Kabelbinder, Klettverschluss. Das ist ganz cool hier, ein zweiter wasserdichter Ersatzdeckel für das Gehäuse hier und noch ein paar andere Halterungen. Manche haben hier auch einen Anschluss für ein Stativ. Irgendwo war noch einer davon, glaube ich. Hier hat noch einer einen. Natürlich eine Bedienungsanleitung. Alles auf Englisch oder Chinesisch, wie das hier bei den Billigprodukten zu erwarten ist. Und natürlich hier die Kamera. Die Kamera lässt sich hier vorne einschalten. Wir drücken hier auch gleich mal drauf. Man sieht schon, das Licht geht an und sie fährt auch langsam hoch. Man hat hier nun den ganzen Bildausschnitt. Dieser ist ziemlich groß. Wir haben hier einen Winkel von 170 Grad. Das heißt, jetzt sieht man meine Hand schon. Ist also ähnlich wie das menschliche Auge. Wenn ich nochmal vorne hier auf Mode drücke, komme ich in den Fotomodus. Ich kann jetzt von hier oben einfach ein Foto aufnehmen. Kann dann nochmal drauf drücken, dann kann ich es dann anschauen oder auch im Video abspielen. Wenn ich nochmal drauf drücke, komme ich ins Menü. Hier auf der Seite sind zwei Tasten für hoch und runter. Ich kann hier zum Beispiel die Auflösung einstellen, da gehen wir gleich mal rein. Wir sehen hier, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ich gehe mal etwas näher hin. Nee, ich glaube, das wird nichts. Auf jeden Fall hat man HD in 30 Frames, 720p in 60 Frames und noch etwas schlechtere Auflösungen, welche aber kein Mensch benutzt. Ganz cool ist es hier, dass es eine Full-HD-Kamera zum kleinen Preis ist und dass man Zeitlupe bei HD-Ready-Auflösung machen kann. Ausschalten tut man sie, indem man vorne etwas länger drauf bleibt. So. Das Gehäuse ist eigentlich ähnlich wie von der GoPro. Die Knöpfe sind gleich. Ich mache es hier oben auf. Einfach den Hebel auf die Seite und dann kann ich es hier aufmachen. Schieb dann die Kamera rein, mach den Deckel wieder zu und verhakt das Ganze, bis es einklickt. Ich kann sie nun hier vorne einschalten, einfach etwas länger drücken. Man sieht schon, sie geht wieder an, das Licht leuchtet schon. Die Knöpfe sind natürlich etwas schwerfällig, müssen ja natürlich auch wasserdicht sein. Aber wenn man sie ein paar Mal drückt, kommt man damit schon zurecht. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, für die 60 Euro ist sie ein echter Schnäppchen. Das Bild ist dafür völlig okay. Im Vergleich, eine Markenkamera kostet ja locker mal das Fünffache. Hier ist zusätzlich viel Zubehör dabei. Die Fahrradhalterung habe ich schon mal probiert. Muss ich sagen, ist nicht ganz so gelungen. Das mit den Festschrauben ist ganz schön, aber man kann das hier nicht fest genug ziehen und es wackelt immer etwas beim Fahrradfahren. Ich werde das gegebenenfalls etwas modifizieren. Vielleicht hier noch ein Stückchen Papier oder irgendwas mit reinstopfen, damit das dann auch blockiert. Ebenso war das Problem hier oben, wenn man es an die Kamera festmacht. Das kann ich ja gleich mal zeigen. Einfach die Schraube raus. Halterung rein. Schraube wieder rein. Und richtig festziehen. Also ich bringe es jetzt wirklich nicht mehr fester. Und ihr seht, es lässt sich immer noch bewegen. Also man müsste hier gegebenenfalls noch etwas nacharbeiten. Aber das Grundgerüst ist schon mal da, das ist schon mal sehr gut. Ebenso wie die anderen Halterungen. Zudem war hier noch ein Putztuch für die Linse dabei. Und in dieser Packung kam das Ganze. Man kann sich hier ein paar Farben auswählen, je nach Geschmack. Nachdem es meistens eben Gehäuse ist und man sie nicht sieht. Beziehungsweise man sieht sie selber nicht, wenn man filmt. Spielt die Farbe allerdings keine Rolle. Ich habe genommen, was da war. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, ist sie echt gut gelungen. Sie ist wasserdicht. Wer einfach nur ein bisschen rumspielen möchte und gegebenenfalls irgendwas macht, wo mal schön wäre, wenn man ein paar Bilder hat. Ich mache das zum Beispiel mal gerne ab und zu auf einem Flieger oder werfe sie mal ins Wasser. Ist diese Kamera perfekt. Da muss man sich nicht gleich die teure GoPro kaufen. Ich werde nun noch ein paar Bilder hineinschneiden ins Video, beziehungsweise am Ende vom Video ein paar Szenen mit der Kamera dranfügen, damit ihr euch von der Qualität auch mal selber überzeugen könnt. Und werde irgendwann mal vielleicht auch ein paar Videos mit der Kamera online stellen. Ich will ab sofort öfter wieder mal eins machen.
Ich hoffe nun, euch hat es gefallen. Ihr könnt mich natürlich gerne abonnieren. Ein Daumen ist natürlich auch immer schön. Und möchte euch dann ganz herzlich bei meinem nächsten Video begrüßen.